So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Ranger. Im letzten Part sind wir in Herbstdenno angekommen und sind dann mit Spencer nach Regenstadt geflogen. Wir probieren noch in den ersten Stock der Ranger-Base zu gehen. Wir haben auch schon unsere erste Mission erhalten, aber wir quatschen mal mit den Gesellenhirn. Ein kleiner Ratschlag von einem erfahrenen Ranger. Verliert dein Fangkomm seine ganze Energie, so kannst du keine Fangversuche mehr unternehmen. Oder anders formuliert, du kannst deinen Beruf als Ranger nicht mehr ausüben. Um diese äußerst unangenehme Situation zu vermeiden, solltest du regelmäßig deine Informationen speichern. Ich hoffe, dass du dich an meine Worte erinnerst, wenn du während einer Mission eine Speichereinheit siehst. Danke dir. Ranger-Rekrute, ich habe eine Frage an dich. Was würdest du tun, wenn ein Fangkomm während eines Fangversuchs kurz davor steht, keine Energie mehr zu haben? Die richtige Antwort sollte Flucht lauten. Sich nach genauer Untersuchung der Situation zur Flucht zu entscheiden, kann eine durchaus kluge Entscheidung sein. Solltest du dich zur Flucht entscheiden, zieh einen Kreis um das Pokémon und berühre dann das Fluchtsymbol. Okay. Hallo Floro, interessiert dich der Dragoran-Bus? Dragoran mag nichts lieber, als mit uns Ranger zu fliegen. Genieße die Aussicht und im Nu bist du in einer anderen Ranger-Basis. Allerdings ist es etwas zu früh für dich, um einen Flug mit Dragoran zu unternehmen. Sobald unser Ranger-Anführer dich für würdig erachtet, kannst du mit dem Dragoran-Bus reisen. Beeile dich und werde ein guter Ranger. Du weißt schon, die Sorte, die das Recht zum Flug erworben hat. Okay. Das Ibitak unseres Anführers hat eine aggressive Natur und ist das schnellste Pokémon in Fior. Das ist aber schön für das Ibitak. Kuka. Kuka. So, ja. Wow. So, dann würde ich sagen, verlassen wir mal die Ranger-Basis. Ich denke, das wird unser Way to go sein und dann Bernhard, dem unsympathischen Kollegen hier, seine Mission zu erfüllen. Das wird wahrscheinlich unser Way to go für jetzt sein. Aber vielleicht erkunden wir auch Ringstadt erstmal. Weil er so unhöflich war. Vielleicht ist mir das auch egal, was mit Bernhard geschieht. Mama, sag mal, was macht denn ein Pokémon-Trainer? Was ein Pokémon-Ranger macht, weiß ich ja schon. Pokémon-Trainer? Trainer nennt man die Menschen, die Pokémon mit Hilfe von diesem Bällen fangen. Genau wie die Ranger, so sind auch die Trainer sehr auf den Schutz der Pokémon bedacht. Leider gibt es in der Fior-Region keine Trainer. Es gibt dagegen eine ganze Menge Trainer in Gegenden wie Kanto und Höhen. Ich wollte vor langer Zeit selber einmal eine Trainerin werden, daher kenne ich mich so gut aus. Wenn ihr mehr über Trainer erfahren wollt, ich habe andere Let's Plays auf diesem Kanal, wo ich auch als Trainer agiere. Ringstadt liegt inmitten der Natur. Aus diesem Grund hat es sehr viel zu bieten. Ich liebe diese Stadt, in der Menschen und Pokémon in Harmonie zusammenleben. Verständlich. Dies ist Ringstadt, aber die ganze Region mit den Städten, Bergen, dem Meer und was sonst noch so, dazu gehört einem Amphior. Wusstest du das? Echt, du weißt das? In der Fior-Region leben auch ganz viele verschiedene Pokémon. Das wusstest du wirklich alles? Ja, aber nur bestimmt drei. Nur bis Gen 3, denn ich glaube tatsächlich, also es muss ja so sein, dass das Spiel vor Gen 4 rauskam. Ich glaube Gen 4 kommt 2008. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Pokémon reagieren unterschiedlich, wenn sie auf Menschen treffen. Manche reagieren eingeschüchtert und rennen davon, andere werden aggressiv und greifen an. Du solltest dich genau damit befassen, wie verschieden Pokémon reagieren. Okay. Machen wir natürlich. Wir werden dort alles erkunden und erforschen und mal sehen. Sich hier sagen. Der Grund, dass ich schon so lange lebe, ist mein täglicher Spaziergang mit meinem Pokémon. Manchmal glaube ich, dass durch das Leben mit ihm ein bisschen seiner Vitalität auf mich abfärbt. Gugu. Gugu Gaga. Oder wie auch immer. Gugu Gaga. Wo ist mein Vater denn dieses Mal hingegangen? Kein Tag vergeht, an dem er nicht eine große Sache daraus macht, dass eines seiner Pokémon verschwunden ist. Sein Mittagessen ist übrigens fertig. Na, immerhin. Immerhin kriegt der Mann was zu essen auf den Tisch, wenn er wiederkommt, ne? Immerhin. Bonjour. Ich habe dich noch nie gesehen. Wie lautet dein Name? Ach, vergiss es. Was macht das schon für einen Unterschied, ob ich deinen Namen kenne oder nicht? Du bist mein Ranger auf der Durchreise, oder? Ich wünschte, ich könnte dieses langweilige, ewig schlafende Kaff hinter mir lassen. Ja, ich verstehe schon, was du mir damit sagen möchtest, aber mir auch egal. Willkommen bei der Grasland-Prüfung. Der momentane Highscore liegt bei 5000 Punkten. Ist das? Hey, hey, hey. Spring auf das Studio und sei bei der Prüfung dabei. Entschuldige, das wäre etwas vorschnell. Wir haben die Vorbereitung noch gar nicht abgeschlossen. Aber du kommst doch wieder, oder? Na, mal schauen. Aber mal schauen.
Das weiß ich noch nicht so richtig. Du bist mir ein bisschen, wirkst mir ein bisschen wie so ein schlimmer Vertreter. So, wir wollen jetzt speichern. Eigentlich, ja, komm. Was soll der Geiz? Einmal mehr gespeichert. Ich bin so einer, der 10-mal speichern könnte. Auch wenn gerade das Spiel gespeichert wurde, dann speichern wir halt nochmal. Viel Spaß weiterhin, danke. Flo, warte. Okay. Flo, bist du ein bisschen aufgeregt vor deiner ersten Mission? Keine Angst, das wird Spaß machen. Ich glaube, ich komme mit. Du glaubst? Na dann, let's go. Let's go und nicht Evoli oder Pikachu, sondern let's go Pokémon Ranger. Keine Angst vor Fehlern, Anfängermission. Na, immerhin. Bereit mit einer Rekrutmission zu beginnen? Ziel dieser Mission ist es, Bernhards Pokémon zu retten, das in dem Flederwald entlaufen ist. Sobald du es gefunden und gefangen hast, bring es bitte schnellstmöglich zu Bernhard zurück. Ich glaube nicht, dass du bei dieser Mission wirklich Schwierigkeiten haben wirst. Bernhard, kannst du uns verraten, um was für ein Pokémon es sich handelt? Das ist meine, du weißt schon, liegt mir auf der Zunge. Ich bin so bestürzt, mir fällt einfach nicht mehr ein, wie man es nennt. Es ist kraftvoll und gleichzeitig elegant, seine Bewegungen sind geschmeidig, aber es kann auch manchmal tölpelhaft wirken. Was ich damit sagen will, ist ein Pokémon, genau das ist es. Ah, toll, Wahnsinn, ich weiß so viel mit dieser Beschreibung anzufangen. Das war jetzt nur bedingt hilfreich. Also Flo, weißt du, um welche Art von Pokémon es sich handelt? Ich komme einfach mit, solltest du etwas nicht verstehen, kannst du mich direkt an Ort und Stelle fragen. Ich glaube, du kümmerst dich besser nicht zu sehr um Bernhards Beschreibung. Wird schon irgendwo ein Pokémon sein. Irgendwo wird schon eins sein. Ist es Indivier? Wir fangen es einfach. Ein wildes Indivier. Ist es das? Was er haben möchte? Man weiß es nicht. Wir fangen es einfach. Vielleicht ist es so einfach, es liegt einfach direkt auf dem Weg. Fangversuch erfolgreich. Wir bekommen 13 Erfahrungspunkte. Die Daten von Indivier waren im Verzeichnis registriert. Wenn Indivis Blatt im Wind weht und es umherwatschelt, ist es ein niedlicher Anblick. Das ist schön. Oder fangen. Es war offensichtlich, dass das Pokémon auf deine freundlichen Emotionen eingehen würde. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob er ein Indivier haben würde. Wir probieren es auch mal mit Zigzags. Wir nehmen eigentlich alles mit, was hier so rumläuft. Ein wildes Zigzags. Auch geklappt, kein Thema. Wir sind hier Pokémon-Weltmeister im Fangen. Was steht denn bei Zigzags? Zigzags bewegt sich in Zickzack-Bewegungen. Es macht Spaß, ihm zuzusehen. Ja gut. Dann ist dem so. Da. Fangversuch los. Das ist so cool. Das sind die, die brauche ich dann nicht mehr. Ich fange erstmal nur neue Pokémon. Ne, das ist euch hoffentlich bewusst. Ich fange jetzt kein Pokémon doppelt und dreifach. Oh, hallo Ranger. Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Und der Fangkorb an deinem Gürtel sieht auch noch so neu und sauber aus. Ja, irgendwann wird er ganz schön dreckig, ne? Zigzags bewegt sich tatsächlich sehr komisch. Mein Instinkt sagt mir, dass dies die falsche Richtung ist. Ist das andere Indivier? Hängt es hier am Baum? Nee, ich fange jetzt einfach noch das andere Indivier und gucke ja mal. Mal gucken. Mehr können wir eh nicht machen. Weil halt je mehr Pokémon wir fangen, desto mehr EP kriegen wir auch. Also es ist gar nicht so verkehrt, immer mal wieder Pokémon zu fangen. Dieser üppige Wald wimmelt nur so von Leben. Ein riesiger Baum thront über allem. Achso, das können wir auch immer mal lesen dann, was da in dem Gebiet steht. Das von dir gefangene Pokémon ist nicht mein Pokémon. Das ist ein wildes Pokémon. Meines ist viel zarter und dann doch wieder viel schroffer. Ist mir egal, wie du es anstellst, aber bring mir mein Schätzchen zurück. Ich vermisse es so sehr. Wie sieht es denn aus? Ich weiß doch nicht, was du hast für ein Pokémon. Aber hier oben kommen wir nicht lang, ne? Nö. Brauch jetzt nichts mehr, oder? Schau nochmal. Ich habe jetzt nichts gesehen. Na, guck mal, da drüben ist noch was. Komm mal drüber. Ist hier irgendwo eine Brücke? Nö. Dieser Baum wächst kerzengerade. Rettet man ihm, fallen vielleicht Pokémon herab. Warte mal. Kann man hier nicht irgendwie? Wenn du ein wildes Pokémon fangen willst, musst du dich mit ihm zuerst nähern. Anstatt es mit einem Touchpin zu berühren, solltest du einfach auf das Pokémon zugehen. So startest du den Fangversuch. Toll. Ja, guck mal. Schwalbini. Wo kommt das denn her? Ist Schwalbini gehört jemandem? Aha. Wo auch immer es herkam. Das bewegt sich aber schon ein bisschen stressiger. Ne, das bewegt sich schon mehr in Mustern, die schwieriger zu fangen sind. Aber wir haben es gefunden und gefangen. Schwalbini ist
ist ständig in Bewegung. Fange es, wenn es müde wird und sich ausruht. Ja, ich habe gemerkt, das war nicht ganz so einfach. Nicht schlecht, Flo. Mal ganz kurz, muss mal kurz was machen. So, nicht schlecht, Flo. Diese Schwalbine ist Bernhards entlaufenes Pokémon. Es tut mir leid, ich wusste die ganze Zeit, um welches Pokémon es sich handelt. Ich wollte sehen, wie du mit der Situation umgehst. Ob du den Antrieb und die Beharrlichkeit hast, das Problem zu lösen, obwohl du nur zu spärliche Informationen hattest. Ich kann nur sagen, du hast mich überzeugt. Nun gut, lass uns das Pokémon zurück zu Bernhard bringen. Okay, Bernhard, du alter Kriegskram. Wer ist dein Pokémon? Oh, 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 mein geliebtes Schwalbini. Pihio. Wer hätte das gedacht? Hut ab, Ranger. Das zeigt mal wieder, dass Spencer ein erstklassiger Talentspeer ist. Es tut mir leid, dass ich dir alle diese unfreundlichen Dinge an den Kopf geworfen habe. Vielen, vielen Dank. Naja, sollte dir auch besser leid tun. Dir helfe ich nochmal. Es ist geschafft, Glückwunsch. Möchtest du wissen, wie meine Rekrutenmission aussah? Ich musste auch nach Bernhards Schwalbini suchen. Gratulation, du hast deine Rekrutenmission bestanden. Du bist nun ein offiziell anerkanntes Mitglied der Pokémon Ranger. Ja, wundervoll. Führer, wir brauchen Hilfe. Einige Bäume stehen in Flammen. Ach so, mal eben so. Was, wie konnte das denn passieren? Flo, bereite dich darauf vor, ein Feuer zu löschen. Ich gebe mir auch schon Mühe. In einer Situation wie dieser müssen wir das Ziel beseitigen. Hindernisse beseitigen ist ein Prozess, der ein Problem beheben kann, indem man sich die Fähigkeiten gefangener Pokémon zunutze macht. Ich erkläre es dir anhand dieser Bäume. Berühre zuerst das Ziel, in diesem Fall ein brennender Baum, um es zu analysieren. Nicht auszudenken, was da alles passieren kann. Lösche die Flammen sofort. Benötige Fähigkeiten, Wasser scheinbar. Sobald du ein Hindernis berührst, werden wichtige Informationen auf dem Topscreen angezeigt. Der Stelle, an der benötigte Fähigkeiten steht, sollte ein Wassersymbol zu sehen sein. Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Poké starke Wasser benötigt wird. In anderen Worten, man benötigt Wasser, um das Feuer zu löschen und damit auch unser Problem zu lösen. In unserem Fall brauchen wir also ein Pokémon mit dem gleichen Symbol wie das Wassersymbol, um das Hindernis zu beseitigen. Ich werde mich darum kümmern, ein Pokémon mit der geeigneten Fähigkeit zu finden. Ich habe ja gerade schon was gesehen, ne? Spencer fängt Pokémon in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Schau, er ist schon wieder zurück. Ja, wird ein Hydropi bringen, das war mir schon klar. Dieses Hydropi ist ein Pokémon, das Wasser kontrollieren kann. Um sicher zu gehen, berühre das Hydropi mit dem Touchpad und stelle sicher, dass das Wassersymbol erscheint. Tatsächlich, Hydropi ist ein sehr gefügiges Pokémon und kann kleine Flammen löschen. Okay, wir haben gerade sichergestellt, dass die Fähigkeit des Hydropi die geeignete ist. Was bedeutet das also, wenn das Pokémon und das Hindernis die gleichen Symbole haben? Das bedeutet, dass dieses Pokémon das Hindernis beseitigen kann. Okay, pass jetzt genau auf. Ich werde jetzt demonstrieren, wie man das Feuer löscht, indem man die Fähigkeit des Hydropi verwendet. Berühre zuerst das Pokémon. Danach ziehst du eine Linie von diesem Pokémon zu deinem Ziel. Hydropi um Hilfe bitten? Wenn das Pokémon und das Ziel verbunden wurden, leuchten beide auf. Hydropi um Hilfe bitten? Ja. Und dann kann Hydropi auch das Feuer schön löschen. Vielen Dank, Hydropi! Siehst du, so beseitigt man ein Hindernis. Aber da brennt noch ein Baum. Flo, jetzt bist du an der Reihe. Lösche das Feuer auf dem anderen Baum. Aber wo kriege ich ein Hydropi her? Da ist eins. Hilfe, komm her, mein Freund. Ein wildes Hydropi, das müssen wir fangen. Das müssen wir aber ganz dringend fangen. So, wundervoll. Wundervoll gefangen. Das hat geklappt. Fangversuch erfolgreich. Flo bekommt 12 Erfahrungspunkte. Genau, den Text haben wir schon gerade einmal vorgelesen. Das brauchen wir nicht nochmal vorlesen. Stattdessen, Hydropi, wo bist du? Da bist du. So, bitte hilf mir. Bitte hilf mir, den Baum zu löschen, das wäre schön. Die Flammen des Hirts konnten sehr schnell gelöscht werden. Danke, Hydropi, ciao, ciao. Geschafft, alles wieder in bester Ordnung. Das war buchstäblich eine Feuerprobe, aber du hast die Herausforderung bestanden. Mission geschafft. Schön. Vielen Dank, Pokémon Ranger. Ich wollte etwas sagen, aber ich konnte nicht. Es ist mein Fehler, dass die Bäume Feuer gefangen haben. Ich habe Ranger gespielt und wollte ein Pokémon fangen. Dabei habe ich es wohl aufgeschreckt und es hat Feuer gespuckt und dann brannten die Bäume und es tut mir so leid, ich werde versuchen, mehr über die Emotionen der Pokémon zu lernen und vor allem ihre Gefühle zu respektieren. Es tut mir wirklich sehr leid.
Gut gesprochen, kleiner Mann. Man braucht Mumm, um so etwas zu sagen. Aber vergiss deine Worte niemals. Es ist Zeit, zur Ranger-Basis zurückzukehren. Auf, zur Basis. Willst du einen Spielstand speichern? Ja. Wie gesagt, ich speichere alle 10.000 Mal. Das könnt ihr mir nicht nehmen, das ist nun mal so. Das Spiel kann auch gerade erst gespeichert haben. Ich würde direkt wieder zum nächsten Speicherterminal gehen. Das während deiner Rekrutenmission sehr beeindruckende Arbeit geleistet. Um ehrlich zu sein, ich hatte nicht erwartet, dass du dich so gut schlagen würdest. Mach weiter so. Solana, Flo, ich möchte, dass ihr beide bis zur nächsten Mission in Ringstadt auf Patrouille geht. Wenn etwas Wichtiges passiert, lasst ihr es mich sofort wissen. Okay? Okay. Alles klar. Missionen sind nicht der einzige Teil im Leben eines Rangers. In der Stadt zu patrouillieren ist nur eine der wichtigen Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Also los, mal sehen, was die Bewohner so zu erzählen haben. Na dann, let's go. Was wollen sie denn hier? Oh, hast du das gehört? Das war der Schrei eines Pokémon. Das ist bestimmt der Schweibini. Garantiert. Es kam aus dieser Richtung. Nils, Warte, mein Schweibini. Beruhige dich doch, bitte, mein heißgeliebtes Schweibini. Das Minum wird von diesem Schweibini gejagt. Warte, das ist doch Bernhard Schweibini. Wir müssen dieses Minum retten. Schon wieder. Wir müssen Bernhard Schweibini fangen und es beruhigen. Again. Bernhard Schweibini. Okay. Flo, schau doch. Schau dir dieses Minum an. Ah, okay. Bernhard Schweibini ist im Schockzustand. Es kann sich nicht bewegen. Flo, das ist deine Chance. Fange Bernhard Schweibini ein und beruhige es. Wird gemacht. Alles geklappt. Wunderbar. Kein Problem. Du hast es geschafft, Flo. Wenn das mal nicht Flo ist, du hast mein Schweibini schon wieder gefangen. Dafür gebührt dir mein Dank. Bernhard, verrätst du mir etwas? Wieso war dein Schweibini hinter diesem Minon her? Für mich stellt sich das so dar. Ich war so glücklich, als mein Schweibini wieder bei mir war. Also habe ich mein Pokémon gestreichelt und ihm jedwede Aufmerksamkeit geschenkt. Ich glaube, dieses Minon hier wurde aufgrund der ganzen Aufmerksamkeit für mein Schweibini etwas eifersüchtig. Also fing es an, meinem Schweibini auf die Nerven zu gehen. Mein Schweibini hat das eine Weile lang ignoriert, aber das Minon war so unnachgiebig, dass mein Darling doch böse wurde. Ich verstehe. Minon, du solltest dich bei Bernhard Schweibini entschuldigen. Mimi. Dieses Minon, vielleicht ist es einfach nur einsam. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Darling Schweibini, lass uns diesen Minon vergeben und dann nach Hause gehen, okay? Ich glaube, es ist vergeben und vergessen. Mimi. Bernhard hat es ja schon gesagt. Vielleicht fühlt sich das Minon einfach nur einsam. Schau nur, wie sehr es sich schon an dich gewöhnt hat, Flo. Ich glaube, es möchte verhätschelt werden. Okay, weird. Flo und Minon fühlen sich auf emotionaler Ebene verbunden. Die Daten von Minon wurden im Verzeichnis registriert. Minon betäubt andere Pokémon mit einem starken elektrischen Schock. Flo, es macht den Eindruck, als würdest du dieses Pokémon bereits kennen. Stimmt doch, oder? Ist das so? Du hast es schon einmal in Herbstenau gesehen. Es hatte einen Zusammenstoß mit einem Hundemann. Und dann hat er sich an ein Bein geklammert und ist auf diesem Weg mit dir nach Ringstadt gereist, Flo. Ja, danke, dass du mir die ganze Story nochmal auf das Butterbrot schmierst. Scheint, als hättet ihr zwei da in sehr kurzer Zeit eine ganze Menge erlebt. Da fällt mir etwas ein. Flo, du hast doch noch keinen Partner-Pokémon, oder? Ich glaube, dieses Minon wäre das perfekte Partner-Pokémon für dich. Flo, ich habe da ein gutes Gefühl. Minon ist nun dein Partner-Pokémon. Das wäre also geklärt. Du kannst dich glücklich schätzen, Minon. Von jetzt an sind Flo und du Partner. Lass uns die Patrouille fortsetzen. Minon, du bist jetzt ein Teil des Teams. Na dann. Schau mal einer an. Was für ein niedliches Pärchen. Oder bahnt sich da erst etwas an? Vielleicht seid ihr auch nur zwei Ranger auf Patrouille. Ach, das wusste ich doch. Ich habe euch nur ein bisschen aufgezogen. Ja, ja, natürlich. Wusstest du, dass es in der Feo-Region verschiedene Arten von Pokémon gibt? Achso, es gibt 17 verschiedene Arten von Pokémon und du wusstest das tatsächlich? Oh, 17 wusste ich nicht. Nö, das war mir neu.
Das war mir neu. Du bist auf einem Spaziergang mit deinem Partner-Pokémon, oder? Das einzige Pokémon, das du in andere Städte mitnehmen kannst, ist dein Partner-Pokémon. Es ist möglich, dass gefangene Pokémon dich auf deinen Wegen begleiten. Es ist dir allerdings nicht gestattet, wilde Pokémon aus ihrem natürlichen Umfeld zu reißen. Denn nur so kann das sensible Gleichgewicht der Natur aufrechterhalten werden. Das Ganze sieht schon wieder anders aus, wenn es sich um einen Ausnahmeranger handelt. Die Erfahrung eines solchen Rangers hilft ein Pokémon, wenn es sich in einer fremden Umgebung befindet. Kann ich jetzt bei ihm hier machen? Hey, 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 ich spring auf das Dodo und bla, entschuldige, das war etwas vorschnell, sind noch nicht fertig. Schade. Geht noch nicht aufs Dodo. Geht noch kein Dodo-Gereiter. Geh von hier aus Richtung Norden und du gelangst zum Fliederwald. Gehst du hingegen nach Osten, erreichst du eben eine Funkisara. Sag mal, bin ich ein Wegweiser oder was? Okay. Immer diese Akro-Menschen hier. Muss ich auch in die Häuser? Muss ich in die Häuser rein und mal fragen, was hier los ist? Mein Lieblings-Pokémon, vielleicht kannst du es ja erraten. Pikachu, weil es so süß und liebenswert ist. Ein bisschen basic. Das Klima in Ringstadt gibt einem immer das Gefühl, dass Frühling ist. Ein sehr angenehmes Klima, man kann ja gut leben. Manchmal macht es mich aber auch ein bisschen schläfrig. Achso, Ringstadt ist quasi repräsentiert im Frühling. Warum heißt es dann nicht irgendwas mit Frühlingshausen, Frühlingshafen, keine Ahnung, irgendwie sowas? Tut mir leid, dass mein Vater so viel Aufruhr verursacht hat. Keiner hat ein Problem damit, dass er seine Pokémon sie liebt, aber manchmal übertreibt er einfach eine Spur. Er bedrängt Schwalbini so sehr, dass diesem gar keine andere Wahl bleibt, als davon zu laufen. Oh Gott, arme Schwalbini. Flo, richtig, ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Immerhin. Immerhin. Ich glaube, wir haben Ringstadt gleich fertig patrouilliert. Also eigentlich ist nur noch das eine Haus hier. Und dann müssen wir fertig sein, oder? Ich wünschte, ich hätte ein Partner-Pokémon, wie du eines hast. Es muss sehr viel Spaß machen, es auf Spaziergängen im Fliederwald oder zu anderen Plätzen mitzunehmen. Eigentlich sind wir fertig mit der Patrouille, oder? Wir haben mit jedem geredet. Ich wüsste jetzt nicht, was noch zu tun wäre. Daher zurück in die Basis. Scheinbar richtig. Melde mich von der Patrouille zurück, Spencer. Willkommen zurück, ihr beiden. Das Minion, was ist das denn? Ist das nicht das gleiche Minion, das uns am Bein vom Flo hängt, von Herbstdonau hierher begleitet hat? Ja, es ist genau dieses Pokémon. Wir haben es auf unserer Patrouille gefunden. Wir wissen, dass dieses Minion manchmal nicht einfach ist. Es hat schon den ein oder anderen Ärger verursacht. Er scheint allerdings nicht vergessen zu haben, wie Flo es gerettet hat. Spencer, ich erkläre besser. Du brauchst eigentlich gar nicht zu erklären, Solana. Es ist offensichtlich. Flo hat dieses Minion als Partner-Pokémon ausgewählt. Korrekt, korrekt. Das sieht man sofort. Sie wirken jetzt schon wie ein gutes Team. Vielleicht sollte ich noch einmal ein paar Dinge zum Thema Partner-Pokémon erwähnen. Jeder Ranger darf genau ein Pokémon als Partner auswählen. Dieses Partner-Pokémon muss auf einer emotionalen Ebene mit dem Ranger verbunden sein. Partner-Pokémon dienen nicht nur dazu, niedlich auszusehen, sie sind ein Teil des Teams und seinem Ranger helfen. Ich hoffe, dein Minion wächst in die Rolle eines guten Partner-Pokémon. Ich werde dir jetzt etwas von der Spezialfähigkeit deines Minion erzählen. Mein Plus ist ein Minion sehr ähnlich. Ich kenne mich mit dieser Art Pokémon also ganz gut aus. Na dann? Wenn du die Fähigkeit eines Partner-Pokémon einsetzen möchtest, benötigt das Pokémon dazu etwas. Ein Partner-Pokémon benötigt Partner-Energie. Diese kannst du sammeln, indem du während der Fangversuche Kreise um Pokémon ziehst. Das ist Partner-Energie. Nach jedem vollständigen Kreis während eines Fangversuchs füllt sich die Energieleiste deines Partners etwas auf. Ich werde jetzt einige Kreise um ein Pokémon ziehen. Schau, wie sich die Partnerleiste langsam füllt. Ja, ja. Es wächst heran, es wächst und gedeiht. Siehst du, die Partnerleiste füllt sich auf. Es ist immer vom Vorteil, möglichst viel Energie in der Partnerleiste zu haben. Berühre das Symbol in der unteren rechten Ecke des Touchscreens, um Minusfähigkeiten zu verwenden. Hast du gemerkt, dass sich der Bildschirm verändert hat? Ich habe jetzt das Pokémon, Partner oder gefangenes Pokémon, dessen Fähigkeit du verwenden möchtest. Berühre auf dem Touchscreen ein Pokémon, Beschreibung und Daten werden auf deinem Bildschirm dargestellt. Minion kann Elektrizität entladen. Die Menge der Entladung hängt von den Energiereserven ab. Hast du dich für ein Pokémon entschieden? Dann berühre bitte Pokostärke. Der Minion wird nun seine Fähigkeit einsetzen, um dir bei deinem Fangversuch zu helfen. Jetzt ist es geschockt. Ich denke, du hast verstanden, wie du die Fähigkeiten deines Partner-Pokémon einsetzt.
Oder soll ich es zur Sicherheit noch einmal erklären? Nein, danke. Ein Partner-Pokémon bei sich zu haben, gibt mir eine gewisse Sicherheit und stärkt zudem meine Zuversicht. Wenn es keine neue Mission gibt, dürfen wir dann erneut auf Patrouille gehen? Mal sehen. Im Moment sieht es nicht so aus, als hätte ich eine Mission für euch. Okay, Solana, begib dich auf eine Einzelpatrouille in den Fliegerwald. Alles klar. Seit du in Ringstadt angekommen bist, fühle ich eine ganz neue Motivation in mir. Ich werde wieder viel härter an mir arbeiten, jetzt da ich weiß, dass ein hoffnungsvoller Ranger hier arbeitet. So. Professor Hastings. Ich hätte mich fast schon wieder im Fliegerwald verlaufen, keine Orientierung mehr. Aber das ist jetzt nicht wichtig, Spencer, lange nicht gesehen. Ich hoffe, es erging dir in der Zwischenzeit gut. Und wen haben wir hier? Dieser junge Ranger ist die Rekrutenhoffnung, von der du mir so viel erzählt hast. Es freut mich, Sie wiederzusehen, Professor Hastings. Sie liegen richtig, dies ist unsere neue Rekrutenhoffnung, Flo. Ah, hallo Flo, ich bin Professor Hastings, freut mich, dich kennenzulernen. Wir müssen ja nicht zu formal sein, oder? Lass mich also ruhig Professor nennen. Ah ja, Übrigens, Professor, ich wollte mit Ihnen über den neuen Funcom reden, den Sie bei uns gelassen haben. Sie nennen ihn Super Funcom, richtig? Er macht seinem Namen Ehre und ist tatsächlich herausragend. Eines bereitet mir allerdings Sorgen. Was ist, wenn einer dieser Funcoms in die Hände von Bösewichtern geraten würde? Du machst dir ganz umsonst Sorgen, Spencer. Nur die Anführer der vier Ranger-Basen wissen von diesem Super-Funcom. Oh, das war vielleicht etwas zu laut. Naja, dieser Funcom ist sowieso nur ein Prototyp. Übrigens, Spencer, das bleibt unter uns, aber ich hatte eine ganze Reihe neuer guter Ideen. Darunter war eine Idee, mit deren Hilfe ich den Super-Funcom noch einmal verbessern kann. Ich konnte es gar nicht erwarten, dir von dieser Idee zu erzählen, deswegen bin ich sofort nach Ringstadt gekommen. Also diese brillante Idee. Ja, Professor, können Sie eine Sekunde warten? Hör mal, Flo, kannst du mir schnell einen Gefallen tun? Geh nach oben und sieh nach, wie es meinem Emitter geht. Das tun wir aber im nächsten Part oder wir belauschen noch ein bisschen. Denn ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es ist, gebt gerne ein Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye.